Hey Leute, ich habe noch kein Video für Sonntag, also schauen wir uns jetzt My City an. Gerade sind wir in der Version 0.7, das bedeutet, das Spiel ist scheinbar noch nicht so ganz fertig. Und es soll ziemlich gut sein, deswegen gucken wir einfach mal nach. Okay, mein erster Kritikpunkt ist, ich kann die Musik nicht ausschalten, das ist echt traurig. Aber es ist ein 2,5D-Spiel, das bedeutet, ich kann mich zwar hier dreidimensional mehr oder weniger bewegen, aber die Kamera ist so stuck. Ich weiß gar nicht, was ich vor diesem Uhrturm mache, wie komme ich da rein? Der hat ein Hoverboard, ich will auch. Oh, und ich glaube, ich kriege Hunger und es regnet. Vielleicht bin ich jetzt nicht zur besten Zeit gejoint. Hier steht Abbau. Wollen wir Abbau machen? Lerne, wie du zur Mining-Zone kommst und wie du Kristalle einsammelst. Klar. Zeig mir, wie ich das mache. Geh zur Mine. Sprich mit Heinrich. Das versuchen wir. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich zur Mine? Ah, so wird mir gezeigt, wie ich zur Mine komme. Und dann ist hier so ein Weg, den ich lang gehen kann. Nein. Aha. Okay, wir sind in der Mine. Paolo, hier ist Heinrich. Sprechen wir mal mit Heinrich. Hallo, ich habe gehört, dass du neu hier bist, oder? Bist du interessiert an Lernen, wie man eine Mine wie ein Pro mint? Großartig, ich kann dir dabei helfen. Denken Sie daran, dass es in der Bergbauzone dunkel. Was fällst du ihm ins Wort? Ich verkaufe Fackeln, Bergbau, Licht. Dunkel, Licht. Fackeln machen Licht. Okay, kaum sagt Heinrich das Wort dunkel, kommt Rupe direkt mit seinen Fackeln. Ja, dann gib mir mal deine Fackeln. Auf jeden Fall ist eine Spitzhacke aus Holz keine gute Wahl, um Steine zu brechen. Ja, ja, ich will aber erstmal eine Fackel für Licht. Und Dynamit. Alles meins. So, ich habe jetzt eine Fackel und ein Dynamit. Wir gehen runter in die Mine. Kann ich hier lang gehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Oh nein, ich brauche eine Fackel. Wie mache ich Licht? Warte. Fackel, halt. Aha, ich habe Licht. Wow, das ist cool gemacht. Was ist jetzt meine Mission? Sprich mit Heinrich. Oh, ich sollte noch gar nicht in die Mine. Egal. Wir finden den Weg schon wieder raus. Ich bin ja niemand, der sich einfach so verläuft. Leute, ihr kennt mich. Ich verlaufe mich nicht. Ich verlaufe mich nicht. Ich verlaufe mich nicht. Ah, ich verlaufe mich nicht. Was? Ich kann zur Hälfte durch die Wände gucken. Wie kann ich mich hier verlaufen? So, jetzt aber. So, jetzt aber. Ja, ich habe den Weg rausgeschafft. Ich find's komisch, wie ich die Fackel so mit zwei Händen halte. Ey, Heinrich, ich habe eine Fackel. Perfekt! Es ist Zeit, ein paar Kristalle zu bekommen. Kristalle können in der Mine Labyrinth durchqueren. Labyrinth ist schwierig. Das Fackelweg. Bergbauzone. Ich habe ihm nicht zugehört. Ich habe aus Versehen Linksklick gedrückt. Dann hat er so schnell gesprochen. Dann wollte ich nicht mehr lesen. Okay, halte eine Fackel. Ich halte sie schon. Ah, Spielfehler. So, halte eine Fackel gemacht. So, meine nächste Mission ist wieder... Sprich mit Heinrich. Alter. Ja, es ist halt eine sehr Tutorial-mäßige Mission. Ist in Ordnung. Los geht's, folge mir. Heinrich, du kannst dich... Oh, Heinrich, wo bist du? Treff Heinrich am Ende des Labyrinths? Wie soll ich denn das Ende finden? Ich gehe jetzt hier lang. Das Ende ist bestimmt tief drin. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Okay, das war eine komplette Sackgasse, die ich lang gegangen bin. Ich war vorher scheinbar schon etwas richtiger. Hier geht's bestimmt zum Ende. Das sieht so sehr nach Ende aus. Ha! First try. Oder second, vielleicht auch dritter. Wer weiß. Alles rausgeschnitten. Wir sind fast da. Lass uns weitermachen. Okay, Heinrich. Ja. Wohl zu faul, Heinrich Animationen zu geben. Na gut, das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Vielleicht kommt das alles noch. Das ist schon komisch, wie Heinrich sich einfach teleportieren kann. Und ich sehe, dass hier Steine platziert wurden. Egal. Und ich sehe einfach... Oh, verdächtiges Papier. Das müssen wir aber mal lesen. Tresorcode. Oh, den schreiben wir uns auf. Leute, schreibt euch den Tresorcode für mich auf. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Doch, ich mache hier einfach so. So. Dann aufgeschrieben. Perfekt. Heinrich, was geht ab? Da ist es. Was ist... Wo? Das ist die Mining-Zone. Ich weiß nicht, warum wir die so nennen. Wenn du ein Bergmann bist, kannst du diese Steine graben, indem du sie drückst. Einige Steine, kostbare Kristalle. Weniger Steine jedoch sind schwieriger. Du solltest versuchen, ein paar Kristalle zu bekommen. Ich werde am Anfang der Mine auf dich warten. Viel Glück. Alles klar, danke Heinrich. Ich werde jetzt ein paar Steine drücken. Graben. Ich habe gedrückt. Oh, kann ich hier reinfallen? Oh, das ist wie Mining-Simulator. Und man muss halt bei manchen halt mehr drücken, dann sind sie abgegraben. Und bei manchen weniger. Okay, und was ist, wenn ich jetzt einfach sage Dynamit? Sterbe ich dann? Ich versuch's jetzt. Item platzieren. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Aua, ich bin wirklich gestorben. Ich bin im Krankenhaus. Mensch, warum ist das Spiel so realistisch? Ich dachte, da passiert nichts. Wie bin ich hierher gekommen? Kann ich aufstehen? Ah, ich werde in 18 Sekunden geheilt. Ich liege im Koma. Ja. Leute, deswegen solltet ihr niemals mit Dynamit spielen, wenn ihr nicht wisst, ob das Dynamit euch auch Schaden machen kann. Weisheit fürs Leben. Ja, mir geht's wieder gut. Dann gehen wir mal raus hier. Ah, hier sind noch Zimmer für andere Leute. Gehen wir mal Fahrstuhl. Fahrstuhl? Fahrstuhl? Fahrstuhl. Nice. Ey. Das ist gar nicht... Nein! Na, nimm mich mit. Ah, der geht bestimmt hoch, oder? Ja, der geht hoch und der andere geht runter. Da muss ich auf den linken Fahrstuhl warten. Das ist auch ein lustiges Fahrstuhlsystem. Aber das gefällt mir nicht. Da hätten die gleichen Paternoster machen können. Nee, ich möchte
bitte diesen Fahrstuhl. Ja, dann müssen wir wohl warten. Nein, warum fährt der denn jetzt nach oben? Fahr mich nach unten. Ja, aber noch weiter nach unten, bitte. Ja, jetzt check ich's. Das sieht aus wie ein Ausgang. Perfekt. Ich muss noch 2 Kristalle minen. Na gut, geht zur Stadt. Warum regnet es eigentlich immer noch? Egal, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zur Mine und meinen jetzt noch die Kristalle, die mir fehlen. Es gibt hier übrigens noch andere Jobs, die man machen könnte. Aber ich bin halt noch bei erste Schritte. Großer Überfall? Uiuiui. Ich hätte jetzt aber auch gerne so ein Hoverboard. Oh, der Hoverboard-Shop ist geschlossen. Schade. Ja, und dann würde ich sagen, auf in die Mine. Ich finde cool, wie das hier einfach so seamless runtergeht in die Mine. Jetzt muss ich nur den Weg durchs Labyrinth nochmal schaffen. Ich kann das. Ich habe es einmal gefunden. Ich werde es nochmal finden. Seht ihr, so einfach ist das. Hier und dann geht's da lang. Das wusste ich. Bin nur zweimal ganz kurz in eine Sackgasse gelaufen, aber sofort wieder raus. Und hier können wir dann wieder minen. Kriege ich jetzt eigentlich die Sachen, die ich freigesprengt habe? Ja, hier ist so viel Zeug freigesprengt. Stein, 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 Stein. Ja, wir graben erstmal die leichten Steine. Ich brauche auf jeden Fall noch Kristalle. Ich drücke doch schon Steine, aber wo sind die Kristalle? 20! Komm, aber wenn ich jetzt 20 Mal auf diesen Stein geklickt habe, dann muss da doch ein Kristall kommen, oder? Ich meine, ich verhungere bald. Wie soll ich denn meine Familie ernähren? Bam! Der nächste 20er Stein. Okay, wir gehen rüber zu der 5er Reihe. Hier mag ich es mehr. Ach, hier ist auch wieder alles 20. Egal. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Habe ich mir dazu schon Gedanken gemacht? Ah, ich kann hier hochklettern. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ich kann hier einfach hochklettern. Sind hier, ist hier vielleicht leuchtende Steine? Nee, die zählen nicht. Ich gucke jetzt noch bei denen hier. Wir müssen doch irgendwo Kristalle sein. Irgendwo. Da unten! Da ist ein Kristall, ich sehe ihn. Könnt ihr ihn auch sehen? Oh mein Gott, ich komme näher. 20, nee. Wir machen hier den. Haha, 20 Mal klicken. Okay, wir kriegen es hin. Ich muss nur 20 Mal auf den Kristall drücken, dann bekomme ich den Kristall. Ich bin ehrlich, ich hätte gerne ein System, bei dem ich einfach gedrückt halten muss. Ist ein bisschen nervig mit dem ständigen Geklicke. Aber es ergibt schon Sinn, man muss halt arbeiten, während man arbeitet. Blup. Yeah! Ich habe sogar 2 Kristalle dadurch bekommen. Das Spiel ist nicht geizig. Ich könnte die Kristalle jetzt zu Heinrich bringen. Oder ich könnte Heinrich heimlich kaputt machen. Oh, hier ist ein 50er Stein, den will ich abbauen. Was würde ich sagen? Ja, ich könnte Heinrich heimlich beseitigen und einfach die Kristalle für mich nehmen. Aber dieser 50er Stein. Ich glaube, ich wäre schneller, wenn ich einfach... Nee, ich wäre, glaube ich, nicht schneller, wenn ich mich außen rumgraben würde. Weil das sind wahrscheinlich alles 20er Steine. Und 20 mal 3 sind 60. Also bin ich mit den 50 hier wahrscheinlich schneller. Ich brauche einfach eine bessere Spitzhacke oder so. Oder wirklich so ein Dynamit. Oh mein Gott, hier sind so viele Kristalle. Die brauche ich alle. Erster Kristall, beziehungsweise 2 habe ich dafür bekommen. Oh, schon wieder 50. Alter. Eine Minute, 36 Sekunden später und ich habe immer noch 7 Klicks zu machen. Aber nachdem ich jetzt noch ein paar Mal auf den Stein gedrückt habe, ist er endlich weg. Das Schlimme ist, man kriegt nicht mal was dafür, wenn man diese großen Steine wegdrückt. Ui, 50 Mal hierfür. 200 Mal dafür, what? Nee, ich will aber die blauen Kristalle haben. Vielleicht sind die blauen Kristalle Diamanten wieder oben rechts. Vielleicht auch nicht. Und... Ja, 2 blaue Kristalle bekommen. Gut, hier werde ich erstmal nicht weiter abbauen, weil das dauert mir zu lange. Aber ich bin ehrlich, mir gefällt das hier gewissermaßen besser als Mining Simulator. Zwar jetzt nicht so zu 100% besser als Mining Simulator, weil Mining Simulator ist auch immer noch satisfying mit dem ganzen Abgebaue. Aber das Spiel hat halt drumherum viel mehr zu bieten. Deswegen mal gucken. Wenn das Spiel hier noch ein bisschen mehr satisfying wird, wenn man arbeitet, dann sehe ich sehr viel Potenzial darin. Gehen jetzt erstmal zurück zu Heinrich, damit er mir Essen gibt. Warte, hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. Dann... Hier lang und hier lang. Nein, hier lang und hier lang und hier lang und hier lang und hier raus. Habt ihr es gesehen? Habt's gesehen, ich kenne den Weg. Er ist gar nicht mehr so schwer. Heinrich, Heinrich, ich hab die Steine. Siehst du, ich hab dir gesagt, dass es eine leichte Aufgabe wäre. Du kannst jetzt die Kristalle verkaufen, die du gesammelt hast. Um die gesammelten Kristalle zu verkaufen, und Rucksack aus und Verkaufsbutton. Da kann ich direkt in meinem Rucksack verkaufen. Okay, dann krieg ich direkt Geld dafür. Blub, blub. Sicher, dass ich die nicht auch für irgendwas brauche? Egal, ich verkaufe sie. Ich bin so reich bin ich. Rupe, ich kann mir bei ihm aber keine Spitzhacke kaufen, nur nochmal Dynamit und ich will es nochmal kaufen. Auch wenn es beim letzten Mal vielleicht ein Fehler war. Hallo Paolo. Diese Kisten sind wirklich schwer. Es wäre schön, wenn wir einen Gabelstapler hätten. Ja, da werde ich dir nicht bei helfen können. Okay, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, schneller abzubauen. Ich gehe jetzt noch einmal hin und will noch einmal das Dynamit platzieren, ohne dabei zu sterben. Vielleicht mache ich dadurch die ganzen Kristalle kaputt, das kann ja schon sein. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also gehen wir hier jetzt nochmal hin und dann sagen wir einmal, hallo Steine! Ein bisschen tief. Hallo Steine! Ich weiß nicht, ob man hier Fallschaden bekommt, deswegen federe ich mich dann doch lieber ein bisschen ab. Okay, hier. Hier platzieren wir ein Dynamit. Halten, halten, platzieren und weg, 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 weg. Ah, ich bin in Deckung. 5, 4, 3. 2, 1. Pow! Gut, jetzt müsste es kaputt sein, oder? Es hat nur das hier abgebaut und es ging dann auch direkt kaputt. Hier wurden 20 Schaden macht das Dynamit nur. Wow, das war ja komplett nutzlos jetzt. Ich hole mir jetzt nochmal die Kristalle, um das Geld für das Dynamit wieder reinzuholen. Hä, da unten steht nochmal Sprech mit Heinrich.
Ach, weil ich mit Heinrich sprechen soll, nachdem ich verkauft habe. Natürlich. Abgebaut. So, jetzt aber wieder schnell hier raus. Dann wieder eine Fackel auswählen, damit ich den Weg rausfinde. Geht's hier eigentlich weiter? Hier geht's noch weiter. Wo führt mich das hier hin? Was ist das denn hier für ein Weg? Ein anderer Ausgang. Okay. Schnell vom Krankenhaus. Okay. Dass man vom Krankenhaus direkt wieder in die Mine kann. Das ist natürlich smart. Kann ich einen Mülleimer durchsuchen? Nee, schade. Kann ich ins italienische Restaurant? Nee, schade. Kann ich den Markt betreten? Hallo, Julie. Was für ein wunderschöner Tag. Mehr hat sie nicht zu sagen, Cassie. Möge dein Tag fröhlich sein. Okay, Cassie und Julie haben nicht sehr viel zu sagen. Mit Goma werde ich gar nicht erst reden, oder doch? Nun, schau mal, wer hier ist. Ein anspruchsvoller Kunde, in der Tat. Ah, jetzt darf ich was kaufen. Energy Max. Energy Max. Ei. Oh, Ei ist immer gut. Energy Max. Ich brauche Maisflocken. Wie Cornflakes einfach mit Maisflocken übersetzt werden. Aber ja, Cornflakes lassen sich durch Maisflocken übersetzen. Ich kaufe 2 Maisflocken und 1 Milch. Dankeschön. Und ich würde sagen, ich esse jetzt auch einen Maisflocken und 1 Milch. Dann gehen wir zurück zur Stadt und sprechen jetzt nochmal mit Heinrich. Ich weiß auch nicht, was man in diesem Gebäude da machen kann, aber es interessiert mich auch nicht. Oder das Gebäude da hinten. Ich gehe nämlich wieder zurück in die Mine. Hallo Heinrich. Gute Arbeit. Was hast du denn hier? Dies ist ein einfaches Tutorial für den Minerjob. Im Laufe der Zeit lernst du neue Abbautechniken und profitierst noch mehr. Ich werde hier sein, wenn du Hilfe brauchst. Wir sehen uns. Dankeschön, ich habe das Tutorial abgeschlossen. Heinrich weiß zwar nicht, was ein Tutorial ist, aber ihm wurde gesagt, dass er das so sagen soll. Oh, eine Brücke bauen? Das will ich machen. Die alte Brücke ist eingestürzt. Kane möchte eine neue bauen. Oh, Kane kenne ich. Komm, reden wir mit Kane. Ich weiß, wo Kane ist. Den habe ich zufälligerweise gesehen, als ich auf dem Weg zur Mine war. Und das ist halt das Coole. Das hier ist nicht nur Mining-Simulator, sondern es ist halt ein Stadtspiel. Und ich glaube, der da hinten ist irgendwie ein Admin oder so. Lass mich in Ruhe, Stonefruit. Nee. Warte, hier stand doch Kane, oder? Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch ein bisschen weiter hinten. Nee, hier hinten war ich auf jeden Fall noch nicht. Aber da hinten ist Kane. Okay. Hallo, Kane. Hey! Ich mache mir Sorgen. Die Brücke ist eingestürzt und es ist unmöglich zu überqueren. Es wurde lange Zeit, aber halten würde. Ich bin bereit. Wenn du nicht natürlich Hilfe willst abzubauen, welche Aufbau der Brücke benötigen kannst, morgen früher können, keine Ahnung, ich bin echt nicht so im Lesen, wenn die Leute so viel schreiben. Also ich muss bis zum Morgengrauen warten. Aber wenn ihr wirklich wollt, dass ich dieses Spiel hier weiterspiele, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ihr könnt es natürlich selbst spielen. Das Spiel ist wie jedes Mal in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es noch andere Underrated-Spiele gibt, die ich mir mal anschauen sollte, könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Das war's aber erstmal. Bis dann und ciao!